Liebes Brautpaar, ich möchte mich euch gerne vorstellen, damit ihr merkt, ob ich der richtige Zeremonienleiter für eure freie Trauung sein kann. Für mich kein Geheimnis, deshalb also auch hier zuerst. Ich bin Diplom-Theologe und war eine Zeit lang katholischer Priester. Ja, dann habe ich mich verliebt und wollte keine Heimlichkeiten. So bin ich aus dem Kirchendienst ausgeschieden und kurz darauf auch aus der Kirche ausgetreten. Und viel wichtiger, ich habe meine große Liebe geheiratet. Definitiv die beste Entscheidung meines Lebens. So hat mir das Leben auf wunderbare Weise beigebracht, dass jede Liebe einzigartig ist, jede Beziehung besonders und deshalb Wertschätzung und das Beste, was ich geben kann, verdient. Und aus meinem Studium und der Kirchenzeit habe ich mitgenommen, wie man Zeremonien und Rituale entwickelt. Für mich deshalb ganz wichtig, damit eine freie Trauung mehr als eine Hochzeitsrede ist. Das ist mein Anspruch an mich und meine Arbeit und das dürft ihr von mir erwarten. Deshalb gibt es weder Standardreden noch Zeremonien, die jedes Wochenende identisch sind. Das ist nicht nur ein Spruch, der sich gut in eine Homepage einfügt, das ist Fakt. Ich mag persönliche, authentische und gefühlvolle Zeremonien, salbungsvoll oder kitschig, ist gar nicht meins. Von meinen beiden Büros in München und Plauen aus bin ich in München, ganz Bayern, in Sachsen und Deutschland weit unterwegs. Es muss nicht immer Bangkok sein, wohin mich eine freie Trauung auch schon einmal geführt hat. Wenn euch der erste Eindruck zusagt, dann schaut euch doch weiter auf der Seite um und nehmt sehr gerne Kontakt mit mir auf. An eurem Hochzeitstag die freie Trauung gestalten zu dürfen, wäre mir eine große Freude.